Land und Leben. Das Magazin für Landwirtschaft. Die Mitglieder liefern sozusagen das Produkt Rind, das Jungrind an, und die Genossenschaft vermarktet das für die Mitglieder, dass dann ein besserer Auszahlungspreis erreicht wird. BioRegio, die neue Vermarktungsgenossenschaft für biologische Landwirtschaft, ist seit kurzem aktiv. Mehr Bewusstsein beim Einkauf und bei der Verwendung von Lebensmitteln, lautet der Appell der Bäuerinnen zum Welternährungstag. Und Urlaub auf dem Bauernhof boomt. Wie aber lassen sich die steigenden Anforderungen meistern? Das sind die Themen bei Land und Leben. Und dazu begrüßt sie Marianne Casarola. Aus der Region für die Region. Unter diesem Motto haben sich vor einigen Jahren mehrere Bergbauern zur Arbeitsgemeinschaft Arge Biofleisch Südtirol zusammengetan und versorgen Kundinnen und Kunden mit frischem Jungrindfleisch. Mit großem Erfolg. Mittlerweile ist die Arge auf über 20 Biolandwirtschaftsbetriebe angewachsen und will sich nun über eine neu gegründete Genossenschaft mit dem Namen BioRegio noch breiter aufstellen. Thomas Hanni berichtet. Die BioRegio unterstützt ihre Mitglieder von der Aufzucht der Jungrinder bis zur Schlachtung. Vor allem aber sorgt sie dafür, dass das Biofleisch auch gut vermarktet wird, sagt Obmann Paul Profanter vom Ganeuhof in Vilnius. Die Genossenschaft ist eine Anlieferungsgenossenschaft. Die Mitglieder liefern sozusagen das Produkt Rind, das Jungrind an, und die Genossenschaft vermarktet das für die Mitglieder. Das Ziel der Genossenschaft ist ja, so viel wie möglich für den Bauer auszuholen, um die Spannende, die was der Handel vielleicht hat, auch eventuell für den Bauer etwas abzuzwacken, dass dann für die Mitglieder ein besserer Auszahlungspreis erreicht wird. Denn das Fleisch der Jungrinder ist nicht nur irgendein Fleisch, sondern Fleisch aus Mutterkuhhaltung und biologischer Landwirtschaft. Mutterkuhhaltung funktioniert so. Die Kälber sind das ganze Jahr in der Herde. Das Kalb ist die ganze Zeit bei der Mutter und die Herde ist frei. Die Herde kann sich frei bewegen, das Kalb kann jederzeit Milch saugen, kann jederzeit Futter aufnehmen oder Weide groß fressen. Und das ist dann ein großer Vorteil für die Fleischqualität. Vertrieben wird das Fleisch unter der bekannten Marke BioBeef, die nun auf die neue Genossenschaft übergegangen ist und auch weiterhin die streng kontrollierte Fleischqualität garantiert. Wir haben neben den allgemeinen Bio-Richtlinien noch erhöhte Auflagen. Das heißt, die Größe vom Stall, die Größe vom Auslauf. Die Herde muss vom Frühjahr bis Herbst auf der Weide sein. Das heißt, die Tiere werden sehr artgerecht gefüttert und gehalten. Das Tierwohl ist für unsere Tiere und für uns sehr wichtig. Wir sind in der Lage, im Berggebiet durch ein gutes Grundfutter ein ausgereiftes, schlachtreifes Jungrind zu erzeugen. Geschlachtet werden die Jungrinder im Alter von 9 bis 12 Monaten im Schlachthof Bozen. Dafür hat die Genossenschaft eine Kooperation mit dem Südtiroler Kleintierzuchtverband geschlossen, der das Fleisch auch zerlegt. Nachdem das Fleisch zerlegt ist, wird es in erster Linie als Mischpakete an private Haushalte in Südtirol vermarktet und verkauft. Das funktioniert so ähnlich wie das Biokistl. Die Kunden rufen an und bestellen das Fleisch und das wird dann in ganz Südtirol ausgeliefert. Als Mischpaket ungefähr in der Größe von 7 bis 10 Kilo oder von 3 bis 4 Kilo. Wo alles mit drinnen ist, Rostbeef, Schnitzel, Broten, Gulasch oder Faschiertes, alles küchenfertig zubereitet, schon zugeschnitten und zugerichtet und ebenfalls auch vakuumverpackt. Und so liefern wir das in ganz Südtirol aus. Pro Jahr werden derzeit etwa an die 120 Bio-Jungrinder vermarktet. Das Fleisch geht neben den privaten Haushalten etwa zu einem Drittel an Geschäfte und Gastbetriebe. Diese und andere Absatzkanäle möchte die Genossenschaft noch ausbauen, um den Umsatz weiter zu steigern. Wir möchten in erster Linie Südtirol mit Biofleisch versorgen, natürlich aber auch in Zukunft es auch weiter erweitern, im Trentiner Raum oder auch im oberitalienischen Raum. Tatsache ist, dass Biofleisch von Jungrindern heute stark nachgefragt wird, auch wenn die Preise um etwa 20% deutlich höher liegen als für normales Fleisch. Die Verbraucher sind aber gerne bereit, für ein sehr gutes Fleisch auch etwas tiefer in die Tasche zu greifen, sagt Obmann Profanter.
Deswegen denke ich, dass für die Berglandwirtschaft in Südtirol die Biofleischproduktion eine große Zukunft hat. Und unsere Genossenschaft möchte dazu Hilfe bieten. Und wir sind auch bereit, noch in unserer ersten Gründungsphase und Startphase uns zu öffnen und weitere Mitglieder, Bauern aus ganz Südtirol, aufzunehmen. Sagt der Obmann der neuen Anlieferungsgenossenschaft Bioregio, Paul Profanter. Derzeit befindet sich die Genossenschaft noch in der Anfangsphase, aber die Entwicklungsmöglichkeiten scheinen vielversprechend. So möchte die Bioregio neben dem Jungrindfleisch in Zukunft auch andere landwirtschaftliche Produkte der Mitglieder vermarkten oder auch eigene Biofleischprodukte herstellen. Land und Leben, das Magazin für Landwirtschaft. Welchen Wert haben Lebensmittel für Sie? Kaufen Sie bewusst ein und landen Lebensmittel bei Ihnen zu Hause auch im Müll? Es ist gar nicht lange her, dass Hunger auch hierzulande ein Thema war. Und so ist es nicht selbstverständlich, dass wir heute alle Tage eine gute Mahlzeit auf den Tisch bekommen. Zu mehr Bewusstsein in puncto Ernährung rief die Südtiroler Bäuerinnenorganisation zum heurigen Welternährungstag am 16. Oktober auf und lud zu einer Aktion auf den Kornplatz in Bozen. Ulrike Tonner berichtet. Bewusst einkaufen, bewusst Lebensmittel verwenden und sie wertschätzen. Für Landesbäuerin Hildraut Erschbammer ist der Welternährungstag der richtige Tag, um diesen Appell an alle Konsumentinnen und Konsumenten zu richten und auf die bäuerlichen Produkte aufmerksam zu machen. Wir produzieren, was der Markt verlangt, und der Markt, das sind die Konsumenten. Wenn die Konsumenten fleißig zu einem regionalen Produkt greifen, werden sie auch damit unsere bäuerlichen Familien unterstützen, in ihrer Produktion, in ihrer Anbauweise. Aber vor allem werden sie auch diese Regionalität, diese Nachhaltigkeit auch damit ganz stark unterstützen. Für Landtagsabgeordnete Maria Kurnzer ist die Produktsicherheit der heimischen Lebensmittel ein großer Vorteil. Denn je lokaler die Herstellung, desto nachvollziehbarer ist ihre Qualität. Und das ist für die Konsumenten ein großer Mehrwert. Stellen Sie sich vor, Südtirol würde keine landwirtschaftlichen Produkte produzieren. Wir wären hundertprozentig in der Abhängigkeit von anderen Ländern, das eine. Das zweite, die produzierende Landwirtschaft heute in Südtirol garantiert dem Konsumenten, der Konsumentin eine Sicherheit. Denn die Kriterien, die hier in Südtirol, wenn ich denke, die Anbaukriterien, die Verarbeitungskriterien von den Produkten, die hier in Südtirol hergestellt werden, sind für alle Konsumenten nachvollziehbar. Das Dritte und für mich auch das ganz Wichtige, die Landwirtschaft hat selber Arbeitsplätze natürlich, weil die bäuerliche Familie dort ihr Einkommen erwirtschaftet, aber in der zweiten Reihe natürlich auch die nachgelagerten Arbeitsplätze. Deshalb ist es wichtig, eine produzierende Landwirtschaft zu erhalten, sagt Landtagsabgeordnete Kurnzer. Doch es ging nicht nur um dieses Thema bei der Aktion der Bäuerinnenorganisation auf dem Kornplatz. Im Mittelpunkt stand die Resteverwertung. Lebensmittel sind zu schade für den Müll, sagt Bäuerinnenbotschafterin Sabine Weibel von Pföstl. Sie erklärte den Zuschauern, wie man aus altem Brot und Äpfeln einen Auflauf zubereiten kann. Nebenbei gab sie auch Tipps, wie Gemüsereste verwertet werden, damit sie nicht in der Mülltonne landen. Ich finde, die Zahl sollte uns schon alle erschrecken, dass 94 Kilo jedes Jahr pro Haushalt weggeworfen werden. Weil wir oft gar nicht denken, wie viel wir eigentlich ins da sparen kann, indem wir schon bewusst einkaufen, aber auch noch in der Verarbeitung. Gleich ein Beispiel, bei Gemüse zum Beispiel viel zu viel in die Biotonne werfen, weil ich kann beim Obst und beim Gemüse ja eigentlich alles verwenden. Nehmen wir das Beispiel her von Kohlrabi, rote Runen oder Radieschen. Bei Radieschen nehme ich es grün, schneide es in den Salat rein, das gibt eine ganze feine Würze. Oder ich kann ein Pesto draus machen oder auch Suppe draus machen. Bei Kohlrabi, die Blätter zum Beispiel, das wissen viele nicht, dass die Blätter mehr Mineralstoffe und Vitamine enthalten als die Knolle selber. Und zum Schluss bei den roten Runen, die Stängel kann ich zum Beispiel fein aufschneiden und wie ein Gemüse garen. Und aus die Blätter kann ich verwenden wie ein Blattspinat. Lebensmittel werden heute ständig und überall angeboten. Und der Tisch ist immer üppig gedeckt. Dem Konsument ist meist nicht bewusst, wie viel Arbeit und Ressourcen eigentlich dahinter stecken und welchen Wert sie haben. Bäuerin Sabina spricht von Genusswert, Nährwert, Gesundheitswert, sozialen Wert und ökologischen Wert. Wir sollten vielleicht darüber nachdenken. Wir kennen von ganz vielen Sachen den Preis, aber nicht den Wert. Und beim Lebensmitteleinkauf soll es eigentlich so sein, dass wir den Wert zuerst anschauen und dann den Preis. Weil ich muss mich schon fragen, was bin ich mir oder was ist mir meine Familie wert bei der Auswahl der Lebensmittel.
Wer den Einkauf richtig plant, die Lebensmittel richtig lagert, die Speisereste verwertet, der kann Geld sparen, so der Tipp von Sabine Weibel von Pföstl. Und es gibt heutzutage sogar Kochbücher zur Verwertung von Resten. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Marianne Finkers-Bozen findet es wichtig, dass über dieses Thema gesprochen wird. Sie ist eine, die nichts wegwirft. Ich muss selber bei mir anfangen und ich bin bei mir so glücklich, weil ich wirklich nichts wegschmeiße. Ich tue alles verwerten, jedes Stück Brot wird wieder zu einem Scheiterhaufen oder was auch immer gemacht. Und das kommt einfach nicht in die Mülltonne. Darüber bin ich halt sehr dankbar, weil es ist einfach nicht selbstverständlich, dass man alles hat. Kostet alles viel Geld, da jeder muss arbeiten und viele Hände, bis man eigentlich das Essen dann auf dem Tisch hat. Für Landesbäuerin Erschbammer ist ganz klar, die Konsumentinnen bestimmen mit, was auf den Tisch kommt und was produziert wird. Ich möchte eigentlich alle zu noch mehr Bewusstsein aufrufen. Jeder Mensch bei sich selber, aber auch bei der Herstellung, aber auch beim Einkauf und bei der Zubereitung. Denn unser Bewusstsein bestimmt unser Sein. Und da muss ich anfangen bei mir selber, bei meiner Familie, aber ich denke mir auch in unserer Region, in unserem Land, weltweit. Denn letztendlich hängt alles zusammen. Mehr Wertschätzung für Lebensmittel, also mehr Bewusstsein für das regionale, saisonale Produkt beim Einkauf und bei der Resteverwertung. So lautet der Appell der Südtiroler Bäuerinnenorganisation zum heurigen Welternährungstag. Bäuerinnenbotschafterin Sabina Weibel von Pföstl zeigte auf dem Kornplatz unter anderem, wie man mit altem Brot, Milch und Äpfeln einen schmackhaften Scheiterhaufen zubereitet. Dieser konnte vor Ort verkostet werden. Das Rezept können Sie auf der Bäuerinnen-Homepage unter www.bäuerinnen.it nachlesen. Land und Leben, das Magazin für Landwirtschaft. Die Arbeit in der Landwirtschaft, immer neue Angebote für Urlauber am Bauernhof, hofeigene Produkte und idealerweise im hofeigenen Laden, dazu häufig ehrenamtliche Tätigkeiten und nicht zuletzt die Familie und der Haushalt. Bäuerinnen und Bauern sind heutzutage vielfach gefordert und manchmal auch überfordert. Wie es gelingen kann, trotz der Belastungen auch auf das eigene Wohlbefinden zu achten, war eines der Themen auf der Urlaub auf dem Bauernhof-Tagung am Dienstag in der Messe Bozen. Und die Impulse hierfür gab der bekannte Schweizer Theologe und Buchautor Pierre Stutz. Michael Del Tedesco hat mit ihm gesprochen. Den Gästen den Urlaub auf dem Bauernhof so angenehm wie möglich zu machen, damit sie auch im nächsten Jahr wiederkommen. Darauf werden die Bäuerinnen und Bauern immer wieder hingewiesen. Idealerweise geschieht das mit hofeigenen Produkten, einem tollen Frühstück, Bauernhofangeboten, die in Erinnerung bleiben, oder mit der ganz besonderen Gastfreundschaft. Dabei vergessen Bäuerinnen und Bauern oft, auf sich selbst zu achten und dafür zu sorgen, dass man sich selbst wohlfühlt. Das kann auf Dauer nicht gut gehen, ist Pierre Stutz überzeugt. Ich bin mit dem Wunsch hierher gekommen, dass es ganz wichtig ist, wenn jemand echte Gastfreundschaft leben möchte, dass er auch bei sich selber zu Hause sein kann. Das heißt, auch gut für sich zu sorgen, weil das ist die Grundbedingung, um dann eben offen zu sein für die anderen und bereit zu sein für das, was einem entgegenkommt. Das Bestreben, immer professioneller zu werden und immer gut drauf sein zu müssen, setzt Menschen zunehmend unter Druck. Nicht nur beim Urlaub auf dem Bauernhof. Stutz rät, gelassener zu werden und zu akzeptieren, dass auch mal Fehler passieren können. Ich sage, dass das auch sein darf. Es ist ja toll, diese Tagung, die eben auch ganz klar aufgezeigt hat, wie man professioneller seine Stärken anbieten kann. Ich mache einfach darauf aufmerksam, dass wir nur ganz Mensch werden können, wenn wir uns freuen können über unsere Talente und wenn wir eben auch immer wieder zerbrechlich sein dürfen, auch traurig sein dürfen. Also einfach gesagt, zum Leben gehört Lachen und Weinen. Und immer nur gut drauf zu sein, das tut den Menschen nicht gut. Zudem rät der Theologe und Buchautor zu mehr Achtsamkeit im Alltag. Vielfach tun wir Dinge, während wir mit den Gedanken ganz woanders sind. Das verschließt den Blick auf das Wesentliche. Das ist eigentlich der Schlüssel zu lernen. Das gelingt mehr oder weniger. Ich umschreibe es so, es kommt auf mich drauf an, es hängt nie von mir alleine ab. Und das bedeutet, ab und zu
zu gucken, wenn ich koche, dann koche ich, wenn ich mit dem Bike unterwegs bin, nicht mit dem Bike. Und nicht das, was eben sehr oft in unserem Kopf abläuft, dass wir immer schon weiter sein müssten. Und dann eben das Schöne, das uns da begegnet, dass wir das wie verpassen, weil wir gar nicht richtig hingucken und denken, und noch mehr, und noch mehr, und noch mehr. Bei allen Herausforderungen, die tagtäglich auf Bäuerinnen und Bauern warten, muss immer auch eine Auszeit eingeplant werden. Rät Stutz. Für mich wäre es schön, wenn da ein Bauernpaar heute Abend oder morgen mal zusammensitzt und sagt, wann gönnen wir uns wieder einen Tag? Oder wo nehmen wir bewusst wieder eine kleine Auszeit? Manchmal kann eine Stunde kann so viel bewirken. Es geht ja um die Grundhaltung, ob ich dauernd immer dran sein muss. Und die Herausforderungen sind riesig. Und zugleich sind schon Kinder, die ausdrücken, dass sie sehr an diesem Stressprogramm leiden. Befreiend kann auch sein, mal etwas Ungewöhnliches zu machen. Pierre Stutz hat das den 800 Besuchern auf der Fachtagung eindrucksvoll vor Augen geführt, indem er auf einen Tisch gestiegen ist. Einmal eine andere Perspektive einzunehmen und Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, kann von Vorteil sein. Zudem spielt der Humor eine ganz wichtige Rolle. Auf jeden Fall. Und ich finde halt, der Humor ist eine ganz wichtige Angelegenheit. Ich mag die Filme von Charlie Chaplin, weil der steht voll in der politischen Auseinandersetzung. Und dann kommt eben dieses Clownhafte. Und das können wir auch in den Alltag hineinbeziehen, indem ich sage, wer oder was hindert Sie mal auf den Küchentisch zu steigen, um zu merken, es sieht doch noch anders aus, als ich unten im Tal gedacht habe. Sagt der Schweizer Theologe und Buchautor Pierre Stutz. Er hat auf der Fachtagung für Urlaub auf dem Bauernhof über die Lebendigkeit der Seele gesprochen. Daneben standen noch zwei Fachreferate auf dem Programm. Der Innsbrucker Tourismustrainer Norbert Waldnick hat 10 Tipps für Stammgästebindung verraten und die Münchner Landschaftsarchitektin Andrea Gebhardt hat über die richtige Hof- und Gartengestaltung berichtet. Einblicke in ihre Betriebe gaben Johanna und Clemens Margesin vom Greiterhof in Lana sowie Paula und Thomas Kumpatscher vom Fundnatscherhof in Völs. Land und Leben, Meldungen. Das hochaktuelle Thema Landraub steht im Mittelpunkt des Tages der Entwicklungszusammenarbeit am kommenden Dienstag an der EURAC in Bozen. Weltweit und besonders in den Ländern des globalen Südens ist ein Wettlauf um die begrenzte Ressource Land im Gange. Kleinbauern verlieren ihre Lebensgrundlage, Monokulturen zerstören wertvolle Natur- und Kulturlandschaft. Die Gewinner sind einige wenige korrupte Regierungen und große Unternehmen. Der diesjährige Tag der Entwicklungszusammenarbeit, den das Landesamt für Kabinettsangelegenheit in Zusammenarbeit mit verschiedenen Organisationen veranstaltet, beschäftigt sich daher mit dem Thema Landraub. Am Dienstag, 24. Oktober an der Europäischen Akademie EURAC, Beginn ist um 8 Uhr. Und über eine Reihe brennender Fragen wird auch noch am Abend diskutiert. Sowohl das Vormittags- als auch das Nachmittagsprogramm ab 14.30 Uhr und die internationale Tagung am Abend sind öffentlich zugänglich und können kostenlos besucht werden. Innovation ist das Thema einer Veranstaltung der Innovationsabteilung im Bauernbund am 27. Oktober mit Inputs von Fachleuten und mit geführten Hofbesichtigungen. Dabei soll gezeigt werden, welche Möglichkeiten es gibt und welche Erfolgsmodelle bereits funktionieren. Alle Details zum Programm erfahren Interessierte bei der Bauernbund Weiterbildungsgenossenschaft und dort können Sie sich auch anmelden. Bis morgen noch. Zu den Viehversteigerungen des KOFI. Die Kälberversteigerung ist morgen, Montag, 23. Oktober in Bozen und übermorgen, 24. Oktober, wird auch in Bozen die nächste Schlacht- und Mastviehversteigerung abgehalten. Der Südtiroler Kleintierzuchtverband lädt am Donnerstag, 28. Oktober, auch nach Bozen zur Versteigerung von 180 Ziegen aller Rassen sowie 40 Juraschafen, 45 schwarzbraunen Bergschafen, 30 Villnösser Brillenschafen und 160 Tiroler Bergschafen. Beginn ist um 10 Uhr. Und das war Land und Leben, das Landwirtschaftsmagazin von Rai Südtirol. Danke für Ihr Interesse. Einen angenehmen Sonntag wünschen Marianne Casarola mit Beppi Knapp an der Technik.